diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Firmware-Update des X2 Waveframers vornehmen. Zum Update brauchen Sie lediglich einen Computer, die Firmware-Datei und ein Bootloader-Kabel. Laden Sie zunächst die entsprechende Firmware-Datei vom Download-Bereich des entsprechenden Produkts auf explode.at herunter. Stellen Sie sicher, dass der Waveframer zunächst ausgeschaltet ist. Schließen Sie dann das Bootloader-Kabel an der Programmierbuchse an. Wählen Sie im AutoShow Creator den Menüpunkt Update Firmware an. Stellen Sie sicher, dass der korrekte COM-Port ausgewählt ist. Wählen Sie danach unter Choose File die aktuelle Firmware-Datei an. Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Firmware-Version ausgewählt haben. Wenn Sie dann auf Upload klicken, wird ein Bereitschaftssignal an den Waveframer gesendet. Schalten Sie nun den Waveframer ein. Es erfolgt nun automatisch der Upload der Firmware auf den Waveframer. Wenn der Upload erledigt ist, wird sich der Waveframer einschalten und wird den neuen Einstellungen initialisieren. Schließen Sie nach diesem Vorgang unbedingt die letzten Fenster im AutoShow Creator. Wir empfehlen unbedingt, nach jedem Update das Gerät zurückzusetzen. Drücken Sie dazu Mode, um das Menü aufzurufen, und 6-mal die Minustaste, um auf Edit Waveframer Settings zu kommen. Drücken Sie erneut 6-mal die Minustaste, um zum Menüpunkt System Restore Default zu kommen. Drücken Sie OK, dann die Plus-Taste, die Minustaste und OK, um das Gerät zurückzusetzen. Es wird nun die AutoShow und alle individuellen Einstellungen gelöscht. Schalten Sie danach das Gerät für einen Systemneustart aus und wieder ein. Drücken Sie Mode und 2-mal die Minustaste, um die Versionsnummer der Firmware zu kontrollieren. Wir empfehlen dringend, Ihre Geräte nach jedem Update und vor jeder Show zu testen.